Hallo liebe Edelmetallfreunde und die es noch werden wollen. In diesem Video geht es um die 7 Hauptvorteile, die dir ein zollfreies Lager bietet. Also oft wird ja überlegt, wo lagere ich denn mein Gold, mein Silber, mein Platin, daheim oder im Zollverlager. Deswegen dieses Video. Punkt 1. Bankenunabhängige Lagerung. Dies bedeutet, wenn zum Beispiel in der Schweiz eine Bank pleite geht, deswegen musst du keine Panik haben, dass dein Metall weg ist, weil es ist vollumfänglich versichert. Das hat nichts mit der Bank zu tun. Das ist eine andere Abteilung. Hat auch nichts mit dem Staat zu tun. Das sind Privatfirmen. Bankenunabhängige Lagerung. Also hat nichts mit der Bank zu tun. Deswegen heißt es ja auch bankenunabhängige Lagerung. Punkt 2. Edelmetalle können untereinander getauscht werden. Du kannst zum Beispiel dein Silber, wenn es gut gestiegen ist, du hast guten Profit, verkauf es, tausche es gegen Gold ein. Das nennt man auch die Ratio-Strategie. Bei 1 habe ich in einem anderen Video mal erklärt. Wann Gold, wann Silber kaufen. Kann ich dir unten gerne verlinken. Das ist der Punkt 2. Man kann natürlich auch noch im Notfall, sagen wir mal Worst Case, Gold-Silber-Verbot. Man könnte dann auch noch in Industriemetalle switchen oder in seltene Erden zum Beispiel. Technologiemetalle, Indium, Hafnium, Gallium, Germanium. Das ist das Zeug, was wir eigentlich jeden Tag verwenden, aber es viele gar nicht kennen. Das war der Punkt 2. Jetzt kommen wir zum Punkt 3. Edelmetalle sind preiswerter, wenn du sie über ein Zollfreilager kaufst, als wenn du sie anonym kaufst. Weil du wirst im Zollfreilager oft an großen Bankbahnen beteiligt. Zum Beispiel 5 Kilo, 15 Kilo bei Silber, bei Platin, Palladium oft an 1 Kilo Bahn. Das ist natürlich von Stückkosten viel günstiger, als wenn du so Unzen kaufst. Auch also Preisvorteil. Dann Punkt 4. Edelmetalle kannst du übers Zollverlager mehrwertsteuerbefreit einkaufen. 19% Preisvorteil. Mich wundert es einfach oft. Oft stehen die Leute im Supermarkt hier, was weiß ich, Bananen 20 Cent günstiger. Aber wenn es dann wirklich um Geld geht, bei ihrer Vermögensabsicherungen, schauen sie nicht drauf. 19% anscheinend egal. Panik, ich will alles daheim haben. Überleg dir das mal. 19% ist viel. Und dann kommt noch der Preisvorteil von den großen Bankbahnen dazu. Ich kann davor rechnen, manchmal sparst du 30-40% bei Silber, wenn du es übers Zollverlager kaufst. Das macht durchaus Sinn. Also Einkauf ohne Mehrwertsteuer, dann günstiger, weil es große Gewinne sind. Fünfter Punkt, Lagerung außerhalb von Europa. Zum Beispiel Schweiz, Liechtenstein, Kanada, London. Das weißt du bestimmt auch. Die Schweiz und Liechtenstein, da ist das Privatrecht auch höher angesiedelt wie jetzt in Deutschland. Also bei Enteignungsszenarien bist du bestimmt besser dran, wenn du einen Teil deines Vermögens in der Schweiz im Zollverlager liegen hast. Punkt 6. Du kannst Deutschland viel leichter verlassen, wenn du deine Edelmetalle im Zollverlager hast. Weil geh doch mal über die Grenze mit dem Koffer voll Silber. 10, 15 Kilo sind erstens mal sehr schwer zum Tragen. Und der Zöllner wird immer fragen, ja, was ist denn das? Geben Sie ihm doch mal einen Nachweis. Gehört das überhaupt Ihnen? Also das kostet Zeit, Verwaltung, alles Mögliche. Zollverlager, Flugzeug, ab geht die Post. Dann mache ich ein neues Konto auf, gebe es dem Zollverlager an. Wenn ich Geld brauche, verkaufe ich einen Teil meiner Edelmetalle und lasse mir das Geld schicken. Sehr praktisch und gut. Mehrwertsteuerfrei war der 7. Punkt. Und dann jetzt kommen noch ein paar Zusatzpunkte. Du kannst zum Beispiel im Zollverlager auch ruhiger schlafen. Weil wenn jemand im Keller oder sonst wo im Haus viel Edelmetall versteckt hat, kommt ein Einbrecher, vielleicht mit einem Edelmetallscanner, findet die Sachen, ist es komplett weg. Ich kenne zum Beispiel, ein Kollege hat mir erzählt, hat jemand ein Unzen Barren, also in Gold, unter das Kissen gelegt, nicht unter das Kissen, unter dem dicken Teppich. Die Reinemache ist rausgekommen, macht sauber, sieht es, nimmt alles mit und die haben es nicht mal gemerkt, weil es sind ja, man schaut ja nicht jeden Tag drunter. Also ist auch sicherer. Es ist auch in einem Zollverlager normalerweise All-Risk versichert. 6-Augen-Prinzip bedeutet, es müssen immer 3 Leute anwesend sein, damit der Tresor überhaupt aufgemacht werden darf. Von der
von der Firma, die das Zollfreilager betreibt, muss jemand da sein, eben vom Zoll und vom Sicherheitsunternehmen, nennt man Sechs-Augen-Prinzip, und dann eine All-Risk-Versicherung. Da wird alles versichert, was zu versichern ist bei einem guten Zollfreilager. Okay, das war's schon. Dein Peter Erker von goldrendite.de. Gib mir bitte einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Mach einen Termin mit mir aus, wenn du mehr wissen willst. Und teile das Video und abonniere bitte den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dein Peter Erker.